Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute geht es mal nicht um diese kleinen Figürchen, die mir offcam schon sehr, sehr viel Stress und Sorgen besorgt haben, sondern heute beschäftigen wir uns allgemein mit diesem Titel da unten, weil da viele Leute sich drüber beschwert haben und ich selbst finde, dass der so noch nicht perfekt aussieht. Also, Intro ab. Was heißt denn das jetzt genau? Also, wenn wir uns das jetzt mal angucken, das heißt, wir sehen hier, ach nee, da muss ich mal Mauszeichen verbinden, okay, ja. Man sieht davor und danach immer so Punkte. Warum ist das so? Weil wir quasi vor dem Buchstaben, das soll so eine Laufschrift sein, und dafür sind halt vor dem Buchstaben Leerzeichen. Das Problem ist, dass vor dem, also der erste Buchstabe darf kein Leerzeichen sein, da muss irgendein fester Buchstabe, irgendein Zeichen sein, ansonsten werden die Leerzeichen einfach weggerechnet von Minecraft. Das ist das Problem, deswegen hat John, der es erstellt hat, das da einfach Punkte hingepackt. Ich sehe, sieht aber nicht so cool aus, finde ich. Und ich habe ihm das auch gesagt und bin gefragt, ob es da noch Alternativen gäbe, und hat er gesagt, ja, mach's besser. Also dachte ich mir so, okay, mach es halt besser. So, das heißt, wir öffnen jetzt erstmal meine Lieblingsseite. Dafür gehen wir jetzt mal gerade nicht auf Yahoo, nein, sondern auf Minecraft. Nicht Minecraft Tools. Böse. MinecraftJSON.com. Ich glaube, das hat die richtige. Ja, ich kenne die Domain dann noch auswendig, natürlich. So, wir klicken auf Action Bar. Und wenn wir jetzt mal einen Text hinzufügen, machen wir jetzt mal. Wie soll der Text unten heißen? Also aktuell, was steht denn da? CMD Minigame Map bei bla bla bla. Das muss ich so lang sein, finde ich. Dann schaue ich jetzt aber mal hin. Farbe. Nee, nicht grad. Nicht dunkel, sondern einfach nur Gray. Map. Created. Bei okay, gut, dann fügen wir Text hinzu und machen auch wieder auf Gray, fügen hinzu, dann machen wir noch einen Punkt und auch diesen machen wir Gray dazu, dann machen wir jetzt einmal Linus 1 und machen den ich würde sagen, welche Farbe von den beiden gefällt mir besser? Ich würde sagen Fan von Phasen. Also dieses Dunkle. Die gefällt mir besser. Das heißt Dark Aqua. Und wir fügen noch hinzu, weil ich überhaupt nicht mag, wenn das unsymmetrisch ist oder allgemein nicht zueinander passt. Ich möchte zwei gleiche Farben haben. Das heißt, auch hier schreibe ich dann mit rein Fan von Phasen. Ich weiß, hier wird der groß geschrieben am Anfang. Ich glaube nicht. Und mach auch ihn so. Und dann schieben wir das mal hoch. Das heißt, nehmen das, packen es mal dahin, machen Phasen dahin. So, dann müssen wir hier natürlich noch Leerzeichen, 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 Leerzeichen machen. Ne, dann kein Leerzeichen. Gut, okay. So sehe das dann aus, wenn es fertig wäre. Gut, das sieht ein bisschen langweilig aus, finde ich. Da soll ja eine Animation raus werden. Das heißt, wir nehmen uns das Ganze mal ganz kurz und. Wie mache ich das am besten? Wie nochmal gerade ganz kurz in Minecraft reingehe. So. Dann kann ich gerade mal ganz kurz da wieder rausgehen. Gut. Okay, dann machen wir mal was anderes. Dann gehe ich mal gerade ganz kurz hier Eigenschaften. Okay, gut. Dann kann ich jetzt einfach mal auf Microsoft Word gehen und kann da mal gerade ein neues Dokument anfangen und kann dann, ups, nee, das wollte ich nicht. Dann kann ich einmal ganz kurz mehr den Text kopieren und den dort einfügen. Dann kann ich den Text kopieren. Den Text einfügen. Und dann kann ich weiterhin noch den Text und schreibe ich gerade selber, es geht schneller.
wieder wirklich schneller Fan von. Also auch wieder zum Fan von Phasen. Punkt. So, das sind ja die ganzen Zeilen quasi. Okay. Warum mache ich jetzt alles weg und wieder leer? Das erkläre ich jetzt. Und zwar, wir wollen so eine Slideshow haben. Das heißt, ich mache mal das hier. Sehen wir, ist hier so ein langer Strich. Und die Anzeige sieht ein bisschen verbuggt aus, also ist auch nicht schlimm. Wir nehmen uns jetzt einfach mal diesen Command und gehen mal gerade ganz kurz in Minecraft rein. So, wenn ich gerade ganz kurz in den Game on One gehe, dann können wir hier rausfliegen. Wir sehen hier irgendwo so einen riesigen Turm, der war da. Da war er. So, und dieser riesige Turm ist quasi dafür da, dass die Satelliten gemacht wird, soweit ich weiß, oder? Ich glaube jetzt, ja, jetzt habe ich ihn nämlich nicht mehr. Das heißt, wenn ich den jetzt mal hier kurz eingebe, dann sehen wir einfach nur so einen M-Doppelpunkt. Das ist nicht komisch und auch nichts Neues. Oh, ich könnte noch so einen Unterstrich benutzen statt sowas, ne? Stimmt, das wird viel mehr Sinn machen. M-Unterstrich. Müsste man jetzt mal gucken, was cooler aussieht. Okay, warum geht das jetzt nicht? M Unterstrich, das müsste eigentlich hinhauen. Ach, ich sehe es gar nicht, weil es so dunkel ist. Ah, okay. Ja, sieht besser aus. Okay, gut. Das heißt, welcher Selector wird hierbei angesprochen? Execute at A, den Selector brauche ich mal gerade ganz kurz. So, und den gebe ich mal gerade ganz kurz hier rein. Nein, schon wieder aus Versehen Fehler gemacht. So, oder? Ist das überhaupt der richtige? Execute Title. Ja, es passt schon. Nehme ich das einfach mal und pack das mal gerade ganz kurz hier rein. Okay. Gut. Ja, was macht Sinn hier? Das hier ist kurz, also kurz erklärt. Für jeden, der sich gerade so gefragt hat, was das soll wie ich. Score Premium Gadget ist Timer 0. Es liegt daran, dass wenn man zum Beispiel jetzt ein Premium Gadget benutzt, dann ist das Problem, dass wie soll ich sagen, also das Problem ist, dass diese Premium Gadgets ja einen Cooldown teilweise haben. Und dieses Cooldown wird auch in der Action Bar angezeigt und es wird sich ein bisschen verbuggen, wenn da zwei Titel auf einmal quasi gezeigt werden sollen. Dann würden die sich die ganze Zeit überlagern, das sieht komisch aus. Um das zu verhindern, hatte ich quasi reingepackt, nur wenn der Score auf 0 liegt. Wenn er nämlich auf 1 steht, dann wird ein Timer abgespielt und das ist quasi der Mechanismus hier hinter, warum das auf 0 stehen muss. So, okay, gut, das heißt, dann kann ich gerade mal ganz kurz wieder das updaten lassen und mal gerade ganz kurz den Titel benutzen. So, ich bin natürlich jetzt nicht in der Lobby, deswegen kriege ich den Titel jetzt auch nicht. Aber wenn ich mich hier jetzt mal reinstelle, dann sehen wir, dass da ein M steht. So, das gefällt mir schon mal. Ist natürlich noch nicht alles, aber es gefällt mir schon mal. Das heißt, wir nehmen uns quasi so ein Ding hier. So ein Comment Block. So werden die Dinger genannt. Und dann packen wir den Command hier nochmal rein. Aber diesmal machen wir hier jetzt aus dem M ein M mit einem A. So. Okay. Sieht soweit sehr interessant aus, ich weiß. Aber wenn wir jetzt nämlich hier noch bei dem M und dem A ein P machen, sehen wir, dass da schon mal ein Map steht. So, dann können wir uns den Comment-Block wieder kopieren. Und können dann hier noch ein Leerzeichen reinhauen. So, dann können wir uns auch wieder diesen Comment-Block kopieren und können hiernach jetzt noch ein C reinpacken. Wenn ihr euch jetzt gerade fragt, wozu die ganzen Buchstaben, das werdet ihr gleich sehen. Ich
kann es ja schon mal kurz spoilern. Kurz gesagt, ich werde eigentlich jetzt einfach nur buchstabieren. Map created by bla bla bla. Das hat mir schon vorhin bei der Website einmal eingestellt, um zu gucken, wie es aussieht. Und jetzt mache ich quasi so eine Animation daraus. Das heißt, ich mache jedes Mal pro Command-Block einen Buchstaben zu. Und ja, die Funktion sollte man ja quasi auch schon von den Animationen mit Armor-Stands kennen, quasi, dass ich immer etwas dazu mache, sodass immer ein kleiner Unterschied ist und das nacheinander sieht dann wieder wie so ein flüssiges Bild aus. Methode kennt man allgemein ja schon von mir, ne? So, created. Mein Inventar ist voll. Created. Und dann kommt gleich ein B. Und dann kommt gleich ein Y. Und dann kommt gleich das letzte Leerzeichen dafür. So, dann haben wir schon mal dieses created by bla 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 fertig. Das heißt, wenn ich dann gerade ganz kurz hier überall die hinpacke. Yep. Dann machen wir es mal anders. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ich mache so. Und dann 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Brauche ich gar nicht. Okay, gut. Dann machen wir hier jetzt quasi einen Block raus. Und wenn ich jetzt in den Spawn gehe, dann sollten wir gleich sehen, dass anscheinend wir nichts sehen. Das ist jetzt komisch. Warum sehen wir denn nichts? Anscheinend sollte es ja eigentlich funktionieren. Title. Action Bar. Ich glaube, ich bin gerade das Problem. Ich glaube, ich habe gerade einen Timeout. Warum hat die Line denn jetzt einen Timeout? Oder schlechtes Internet? Das ist ja mal komisch, du. Ich bin mal drauf. Okay. Wieder drauf. Timeout 1. So, wie wir sehen. Sehen wir immer noch nichts. Warum sehen wir denn nichts? Das müssen wir jetzt mal genauer analysieren. Das ist ja komisch. Warum wir nichts sehen? Liegt das am Selector vielleicht? Pick ich mal kurz raus. So, machen wir gerade was ganz Simples. Say. Ja, so also, mich wird das ja schon mal adressiert. Das klappt ja schon mal. Die Frage, was passiert, wenn ich das eingebe? Das ist ja auch komisch. Also ganz kurz, ich habe einen Selector und zwar den hier. Und über den Selector werde ich gefunden, aber wenn ich den hier eingebe, dann will das ganze Ding nicht mehr. Ach, sag bloß, da ist ein Leerzeichen zwischen. Das ist also das Problem. Hm? Okay, jetzt müsste aber eigentlich das Problem weg sein. Oh! Okay, jetzt kann ich sehen. Ja, da waren gerade tatsächlich ein bisschen mehr Fehler. Jetzt ist die Frage, was macht mehr Sinn? Diese Selector-Fehler ausbessern oder einfach nur mal kurz die Buchstaben neu machen? Ich würde ja fast eher sagen, dass es mehr Sinn macht, den Buchstaben nochmal neu zu machen. Map. So, und auch den packen wir dort einmal hin und machen dann ein M daraus und hier machen wir ein P und dann machen wir hier
ein Leerzeichen noch. Dann machen wir hier ein das war jetzt ein bisschen zu voreilig. Alles nach der Reihenfolge. R. Nach dem R kommt logischerweise ein E. Nach dem E kommt ein A. So, dann haben wir auch schon fast das ganze Wort wieder fertig. Naja, fast. Und jetzt fehlt nur noch ein T und ein E und ein D created und dann fehlt noch ein Leerzeichen und ein D nach dem Leerzeichen, bitte auch behalten, und ein Y nach dem Leerzeichen und nach dem Y kommt dann nur noch ein Leerzeichen. Okay, gut, das sollte jetzt soweit eigentlich funktionieren. Das heißt, Versuch Nummer 2, wenn ich mich jetzt der Lobby nähere. Verdammt, warum geht das jetzt nicht? Der Command geht, aber die da hinten nicht. Muss ich das jetzt verstehen? Ach so, okay, gut. Ich habe die Glocke kaputt gemacht. Deswegen. So, jetzt lässt aber bitte endlich funktionieren. Bitte, 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 bitte. Ja, sehr schön. Jetzt sehen wir schon mal kurz so wie, als wenn das gerade geschrieben wird. Ich finde, das sieht doch eigentlich ganz cool aus. Dann muss jetzt danach noch mein Name kommen. Und Fan von Phasen. Punkt. Dann sind wir mit dieser Laufschrift quasi fertig. Schreibt da schon mal, wie ihr die findet. Denn ich mache jetzt hier auch schon mal Schluss für heute. Denn die Folge ist ja schon wieder fast bei so 18 Minuten. Deswegen würde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao!